Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen, vielen Dank für die vielen wunderbaren Bilder, die ihr uns geschickt habt. Heute haben wir wieder eine Aktion, diesmal geht es um Strand und um Baden. Diesmal im Magazin Hera Lind war an Bord. Dann begleiten wir unsere Scouts, wie sie einen Ausflug vorbereiten und Axel Brüggemann, der Lektor, nimmt uns mit auf Reise. Viel Spaß! Ich sage immer scherzeshalber, dass ich bei uns bei AIDA zuständig bin für Singen, Klatschen, Tanzen. Wissen Sie, wer jetzt kommt? Jetzt kommt Hera Lind und die ist zuständig für Singen, für Schreiben und für Quatschen und ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Sie war bei uns an Bord, gibt da Schreibworkshops und macht Lesungen und sie war bei Olli in der Primetime und hat mir aus ihrem Leben erzählt und ist wirklich eine tolle Frau. Guck mal. Puh, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören muss. Gefällt es dir hier an Bord erstmal? Ich bin hier zu Hause, ich bin hier ganz, ganz glücklich. Jetzt ist aber so, ich habe mich mit den Büchern auseinandergesetzt erstmal, weil ich will ja nicht so viel vorwegnehmen. Du hast da noch einige Auftritte hier. Es wird sehr ernst, sehr tiefgründig. Sehr ernst. Und manchmal sehe ich auch Menschen im Publikum, die sich die Augen wischen. Auch ja. Männer übrigens. Weil es ging natürlich mit meiner Karriere dann auch sehr steil bergab. Okay. Und ich erzähle auch sehr offen darüber, ja. Was ja auch gut ist, ne? Also ich glaube, Selbsterkenntnis ist ja immer der erste Weg zur Optimierung. Zur Besserung. Ja, genau, richtig. Nee, aber im Vergleich zu Rosamunde Pilcher warst du einfach rockiger, muss man sagen. Also dann so Themen wie das Supervibe und die ganzen Bücher beschäftigen sich eigentlich mal mit was Zwischenmenschlichen, Mann-Frau. Also viel, ne? Viel mit Mann-Frau. Wie kam das zustande? Hast du da extrem viel Erfahrung mit Männern? Wollte ich fast mehr sagen. Mehr als du mit Frauen. Ja, glaube ich. Aber wie kommt das zustande? Hast du das von der Seele geschrieben oder bist du einfach nur kreativ und hattest gerade Zeit? Und also als vielfache Mutter hat man ja nicht immer so gerade Zeit, aber das war so mein Ausgleich und ich habe immer Spaß dran gehabt zu schreiben. Andere können töpfern oder eben sind handwerklich begabt oder können Gärten anlegen oder Häuser einrichten und ich kann nichts. Ich kann singen und Geschichten erzählen, sonst kann ich wirklich nichts. Du hattest mich jetzt eben angesprochen auf meine Frau-Männer-Romane, die ich ja lange geschrieben habe. Und irgendwann, das erzähle ich in meiner zweiten Lesung, kam auch bei mir eine Phase, wo ich nachdenklicher wurde, wo ich bescheidener wurde, wo ich auch wirklich dankbarer wurde für das, was ich noch hatte, nämlich die Liebe meiner Kinder und meines Mannes, sonst war nicht mehr viel da. Und da begann ich Tatsachenromane zu schreiben. Und da ging es dann ganz, ganz langsam wieder bergauf. Und denke so, das ist wirklich die Zukunft, weil wahre Geschichten, die sind wirklich tausendmal interessanter als die 43. Liebesgeschichte. Und ich habe ja schon gesagt, wenn sie sich am Ende getroffen haben oder heiraten, da fängt ja die Geschichte eigentlich erst an. Und ich könnte euch jetzt den ganzen Abend zutexten mit den wahren Geschichten. Mein armer Sohn muss sich das jetzt immer anhören. Der ist auf dieser Reise dabei. Den habe ich eben mit einer Blondine weggehen sehen. Der hat jetzt keine Zeit mehr. Ja, der hat jetzt keine Zeit. Kann ich ihm nicht verdenken. Ja. Jetzt hast du aber auch die Zeit, die nutzt du natürlich hier, um auch dein Fachwissen weiterzugeben. Also du gibst ja auch Workshops, wie man ein Buch schreibt. Gibt es so irgendwie drei eklatante Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man ein Buch schreibt? Am Anfang ist natürlich das weiße Blatt. Und wir üben, wie wir sofort in die Handlung einsteigen, und zwar mit einem lebendigen Dialog. Und das macht richtig Spaß. Und dann gehen wir auch mehr in die Tiefe dann beim zweiten Mal. Dann üben wir Schilderungen und Gefühle rüberbringen. Das eine ist so die Action, der Einstieg. Und dann kommen die Gefühle und dann kommen auch die Vergleiche, die Bilder, die Emotionen. Also diese Gefühle sind ja in uns. Und ich will niemandem zu nahe treten und das werde ich auch nie tun. Aber wir üben mit diesen kleinen Geschichten auch diese Sinnlichkeit wieder hervorzuholen. Und auch da fließen oft Tränen. Dir erstmal vielen, vielen Dank und großen Applaus an Hera Lind. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend allerseits und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön. Danke, gerne. Lieber Olli. Wenn ihr mit uns auf Ausflug geht, dann sind ja immer die netten Kollegen vom Scout-Team mit dabei. Die bereiten den Ausflug vor und helfen, den entsprechend durchzuführen. Wir haben unsere Kollegin Josie mal begleitet, wie sie ihn vorbereitet. Und danach sind wir mit ihr nach Bonn Air gefahren. Und bei der Gelegenheit, hier unten drunter, könnt ihr heute eure schönsten Strand- und Badebilder von Bord posten. Darüber würden wir uns sehr freuen. Viel Spaß! Guten Morgen! Also ein klassischer Hafentag für uns beginnt so, dass wir uns morgens im
Büro einmal treffen, dass wir uns da individuell auf die Ausflüge vorbereiten, treffen uns mit unseren Gruppen, schicken die dann los, sobald die vollständig sind. Dann hat man auch in dem einen oder anderen Hafentag selbst mal die Möglichkeit, an einem Ausflug teilzunehmen. Das heißt, wir sind dann für unsere Gäste der Ansprechpartner auf dem Ausflug. Wir schauen, dass es unseren Gästen gefällt. Wir machen aber auch eine Qualitätskontrolle. Das heißt, der Ausflug soll natürlich so stattfinden, wie er auch ausgeschrieben ist. Vor AIDA habe ich eine Ausbildung gemacht zur Touristikassistentin. Im Anschluss habe ich noch studiert und dann kam das Fernweh bzw. schon immer der Wunsch, auf dem Schiff zu arbeiten. Und dann habe ich es angepackt und bin aufs Schiff gegangen. Hallo und bon vini auf Bonaire. Wir gehen heute in die Mangroven, Flamingos und an den Strand. Und falls wir keine Flamingos sehen, haben wir hier schon mal was vorbereitet. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen hier im Paradies. Der Herbie und ich, wir sind hier auf Bonaire. Bonaire, die zweitgrößte ABC-Insel, aber mit die unberührteste. Denn wir haben nur knapp 20.000 Einwohner, die hier auf der Insel leben. Bonaire, eine kleine Gemeinde innerhalb der Niederlande, die natürlich auch nach dem Standard eingerichtet ist. Hier brandneu auf der Insel ist die Feuerwehrwache. Und die ist eingerichtet nach holländischem Standard. Mit einem Schneeschieber. Ob man den schon mal gebraucht hat, man weiß es nicht. Und ich finde immer so, das Schönste ist, wenn man zusammen auf einem Ausflug ist, die Gäste vorher beraten hat und dann auch wirklich das zurückbekommt, das Lächeln, und es ihnen wirklich gefällt. Axel Brüggemann ist Lektor bei uns an Bord. Und weil wir euch die Kollegen auch mal gerne vorstellen wollen, hat er uns mal ein bisschen was über seine Arbeit erzählt. Und über Transreisen, warum er die so toll findet und warum er überhaupt das, was er macht, so unheimlich gerne macht. Viel Spaß! Wer den Horizont erweitern will, muss auf ihn zugehen und dafür braucht man einfach immer wieder Neugierde. Mein Name ist Axel Klaus Brüggemann, ich bin der Lektor hier an Bord. In meinen Vorträgen geht es vor allen Dingen darum, dass ich Ihnen jetzt nicht irgendwelche Fakten und Zahlen und Namen um die Ohren haue, sondern mein Motto in den Vorträgen ist, Wissen muss nicht wehtun. Und ich versuche Ihnen, Geschichte beizubringen über viele Geschichten. Dann ist er zu Stein geworden und er zerbrach und fiel in Marokko auf die Knie und das Atlasgebirge ist entstanden. Und dieses Atlasgebirge ist der Namensgeber für den Atlantik. Wir haben nämlich auch diese Statue und die werden wir noch sehen. Die steht am Rockefeller Center in New York. Es geht darum, einen ganzen Bogen zu spannen über die gesamte Reise. Wir haben jetzt zum Beispiel einen franco-kanadischen Teil, wo wir rauskommen von Montreal nach Quebec. Und dann, wenn wir dann die Gaspé-Halbinsel umfahren haben, da wird es auf einmal very British. Das heißt, wir sind in den Neuengland-Staaten. Und da haben wir dann nicht nur einen Kulturwechsel, sondern auch noch einen Wechsel in der Natur. Da fahren wir dann noch weiter runter bis nach New York, haben wir eine Megametropole. Und so möchte ich die Reise vorstellen als einmal franco-kanadisch, very British, aber auch der Kontrast zwischen Weltstädten und verlassener Natur. Selbst junge Leute laufen da rum und verstehen das. Ja? Wie ich schon sagte, Wissen muss nicht wehtun, aber wenn man die Neugierde dazu packt, dann gibt es immer wieder neue Areale, neue Geschichten, die man entdecken kann, um die Vorträge interessant zu machen. Und ich habe damals auch ein bisschen über Albert Einstein gelesen und der hat gesagt, ich habe eigentlich gesagt überhaupt keine besondere Begabung. Ich kann nichts, aber ich habe etwas, das mich auch dort immer wieder antreibt, wo andere vielleicht stehen bleiben. Und das ist die Neugierde. Und das habe ich mir mit auf die Fahne geschrieben. Und deswegen bedanke ich mich am Ende des Vortrages. Und mein letzter Satz ist dann, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt auf Schifffahren, auf tolle Ausflüge, auf Entertainment an Bord, auf all das, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Warnemünde und fahren als erstes nach Eidfjord und Orlesund. Danach geht es nach Hellesylt und Geiranger durch einen der schönsten Fjorde Norwegens. Noch ein Halt in Bergen und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Warnemünde. Zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik. Diesmal singt Casey und man hat so richtig Urlaubsgänsehaut. Und nicht vergessen, hier unten eure schönsten Badebilder. Da freuen wir uns. Bis nächste Woche. You always smile.
trouble in your eyes, your sorrow shows.